Salam, konnichiwa und herzlich willkommen zu JuzTV. Das Thema der heutigen Sendung ist das Fest der Kulturen, das am 2. Juli an der Heinrich-von-Kleist-Schule stattfand. Vorgegangen ist diesem Ereignis eine dreitägige Projektwoche, ebenfalls unter dem Namen Fest der Kulturen. Neben sportlichen Aktionen, zu denen ein Wettkampf gegen eine andere internationale Schule in Indien und Menschenkicker gehörten, wurden kreative Angebote wie Upcycling gemacht. Beim Großprojekt Weltkarte beschäftigen sich die Teilnehmer ausführlich mit den Herkunftsländern der Schüler und es gab auch eine große Bandbreite an digitalen Projekten, wie zum Beispiel ein TV-Projekt, welches vom Jugendzentrum geleitet wurde. Außerdem feierten sie noch das Miteinander verschiedener Kulturen in der Schule. Wir waren mit unserer Redaktion vor Ort, haben uns einige der genannten Projekte angeguckt, mit verschiedenen Organisatoren und dem Schulleiter gesprochen und einige der Besucher interviewt. Hallo, wir sind hier beim Fest der Kulturen der Heinrich-von-Kleist-Oberschule und schauen uns hier für euch um. Viel Spaß! Am Freitag, den 2. Juni zwischen 15 und 18 Uhr, fand an der Heinrich-von-Kleist das Fest der Kulturen statt. In verschiedenen Projekten, 23 an der Zahl, hatten die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und einige externe Partner einiges auf die Beine gestellt, was auf dem Schulhof, in der Halle und in verschiedenen Unterrichtsräumen präsentiert wurde. Gemein war allen Projekten, dass sie sich mit der Internationalität der Schülerschaft auseinandersetzten, denn schließlich haben viele der Jugendlichen an der Schule Wurzeln in Ländern überall in Europa und der Welt. Herr Dr. Lilienthal hat uns verraten, was wir dort lernen können. Worum geht es heute bei diesem Fest der Kulturen? Wir sind eine bunte Schule mit unterschiedlichen Kulturen und diese Kulturen wollen wir auch feiern. Deshalb haben wir uns in den letzten drei Tagen ein Projekt damit mit uns selbst und unseren unterschiedlichen Kulturen beschäftigt, auseinandergesetzt und das heute auch zu zeigen. Und allen Gästen auch zu zeigen, wie bunt unsere Schule ist. Okay, danke schön. Was können die Besucher heute lernen? Heute können sie lernen, wie bunt die Heinrich-von-Kleist-Schule ist, welche Potenziale die Heinrich-von-Kleist-Schule hat und viel Spaß haben eigentlich auch. Bei dem Projekt Kreativ in die Natur konnte man lernen, am iPad zu zeichnen und die gezeichneten Pflanzen zu bestimmen. Dies und weiteres haben uns Organisatoren des Projekts erzählt. Wir haben das Projekt Kreativ in der Natur gemacht. Wir haben da mit iPads gezeichnet, mit der App Ibis Paint und haben den Schülern gezeigt, wie man damit arbeitet, wie man, wenn man Fotos als Untergrund nutzt, die quasi abpauschen kann, also ein Foto als Referenz nutzt, zum Beispiel von einer Pflanze und dann diese dann zeichnet in Ibis Paint und daraus haben wir dann kleine Herbarien hergestellt. Also bei diesem Projekt kann man sehr viel über das Thema Natur wissen, also kennenlernen. Und in diesem Projekt haben wir viel darüber kennengelernt, wie man auf einem Tablet zeichnet, zum Beispiel Blumen. Dann haben wir auch noch kennengelernt verschiedene Apps und wie man auch Mandalas auf Tablets malen kann und sie dann auch ausmalen kann. Was die Besucher sich angeschaut haben und was ihnen am besten gefallen hat, haben wir rund auf dem Schulhof erfahren. Am besten gefällt mir hier tatsächlich die Zusammenarbeit mit den Schülern, das Filmprojekt, die Trommelaktion, die Ukulelenaktion, dass die Schüler eingebunden werden und dass jeder hier seine Aufgabe hat. Mir gefällt es, einfach einen Einblick in die verschiedenen Nationen zu bekommen und auch zu sehen, wie viele Nationen hier an der Schule tatsächlich auch vertreten sind. Und das Tolle ist, denke ich, dass jeder, der aus einem anderen Land kommt, die Möglichkeit hat, wirklich zu zeigen, was es Besonderes in seinem Land gibt und dass wir so die Gelegenheit haben, wirklich alle voneinander zu lernen. Das Fest war für alle Besucher, Schüler und Lehrer definitiv eine positive Erfahrung und wäre auch beim nächsten Mal ein Besuch wert. Das war ein spannender Ausflug durch die Projekte beim Fest Kulturen der Heinrich-von-Kleist-Oberschule. Wir hatten viel Spaß beim Entdecken der Attraktion und hoffen, euch hat es ebenfalls gefallen. Au revoir und bis zum nächsten Mal. Euer JuzTV-Team.